So, wir wollen jetzt Koop spielen hier mit meinem Bruder und da ist er auch schon. Bruder, bist du bereit für Koop? Ja, bin ich. Sauber, das wollten wir nämlich hören. Okay. Soll ich bei dir rein oder gehst du bei mir rein oder wie machen wir das? Was für eine Mission steht bei dir rechts oben? Stimme aus einer toten Stadt. Okay, bei mir auch. Aber du hast schon irgendwas gemacht, ne? Ja, komm mal mit. Ja, dann geh bei mir rein. Nein, nein, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit, ganz kurz. Mach mal C. Siehst du diese Frau da, wo ich hingehe? Diese Frau hier? Leila? Die Aufgabe habe ich Ja. gemacht. Mehr habe ich nicht gemacht. Mal gucken, wie du dich entscheidest. Ich würde sagen, wir gehen bei meinem Bruder rein und schauen zu, wie er sich entscheidet. Mal gucken, was passiert. Warte, ich will bei dir reingehen. Okay, mach das. So. Mal gucken, wie er sich So. entscheidet, Leute. Das Video verlinke ich euch auf jeden Siehst du Fall, das wie ich jetzt? mich entschieden habe. Ja, ich sehe das. Was willst du denn? Etwas verkaufen, etwas kaufen, sprechen. Du siehst besorgt, dass etwas passiert. Erforderliche Stufe 3. Ah, wir sehen nicht, was du aber siehst. Also wir sehen den Text nicht. Die Frau misst dir mit den Augen. Vielleicht, was bist du so neugierig? Ich wollte einfach helfen. Ich suche eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ich wollte einfach helfen. Also, ihr seht jetzt nicht die Umsonst. Schriften. Hast du etwas vor? Mein Ich Bruder muss kann sich nichts tun. entscheiden. Aber da du meine Hilfe nicht willst, warte einen Moment, vielleicht bist du ja doch von Nutzen. Ich bin ganz Ohr. In der Nähe des Marktplatzes befindet sich ein alter Brunnen. Sie haben ihn vor einiger Zeit ausgetrocknet. Und was ist damit? Er ist heimgesucht. Abends hört man dort heulen. Bruder, warte Sie mal ganz sind kurz. verrückt. Ist das jetzt wirklich immer so, Leute, dass man echt nicht erkennt, was mein Bruder gerade sieht, den Text? Das wäre natürlich blöd. Da müssen wir irgendwie, keine Ahnung, den Text zuerst lesen und dann zusammen. Hä? Ich lies hervor. Er ist heimgesucht. Abends hört man dort heulen. Oder In weil ich das diesem Fall erledigt habe? schick einen Euruten runter. Warum hat sich niemand darum gekümmert? Und wie soll ich dir dabei helfen? Und wie soll ich dir dabei helfen? Du bist von außerhalb. Siehst du, die Menschen in diesem Gebiet glauben das. Die Frau bricht abrupt ab. Nach einem Moment des Nachdenkens fährt sie fort. Egal, vergiss die Sache. Sage, worum es geht. Die Frau zögert einen Moment. Hör zu, wenn es dich wirklich interessiert, geh zu dem Brunnen und jage die Gespenster aus ihm heraus. Der Preis wird dir nicht entgehen, solange du mir nicht mit unnötigen Gespenster. Fragen Löcher in den Bauch bohrst. So sei es, ich werde es Gespenster. tun. Ich werde es tun, Bruder. Ja, mach es. Wo ist der Brunnen? Töne Auf aus der jeden Fall. Tiefe. Bruder, du hast mir gesagt, ich habe irgendwie, Leute, liebe Leute, ich habe am Anfang irgendwie sehr viele Sachen übersehen. Kannst du ganz kurz Ja, erklären, was ich übersehen habe? du hast vieles übersehen, ganz am Anfang im Fort. Hast du den Menschen dann nicht geholfen? Da gab es ein Kind, was du hättest Ja. retten können. Das hatte eine blaue Jacke und so, musstest du zur Mutter bringen. Dann gab es einen Besoffenen in der Kneipe oder Bar, und den du auch retten musstest mit seinen Leuten, weil er besoffen war, konnte er sie nicht retten, musstest du sie halt retten. Und dann hättest du Amulett und Handschuhe bekommen. Und dann gab es noch Diebe, die da von Leichen Schuhe geklaut haben. Dann hättest du entweder dich mit denen anlegen können oder denen Ein die Amulett Handschuhe habe ich klauen, verpasst. Schuh klauen. Und ich habe die jetzt halt verjagt, beim Wächter angeschwärzt und dann habe ich die aber die Schuhe behalten. Man hätte sich auch entscheiden können, dass man die Schuhe den Leichen wieder zurückgibt, was ja So natürlich viele besser Sachen habe ich gewesen verpasst. wäre. Ein Amulett habe ich verpasst. Amulett, Handschuhe und Schuh. Die Frage ist, können wir Koop handeln? Also Sachen hin und her Dafür hast du die schieben. Bücher, die ich nicht gerettet Kann ich habe. dir Obwohl ich der Frau gesagt habe, sie soll die Bücher retten, hat sie nicht getan. Gold und so geben? Handeln. Stimmt. Willkommen im Handelschat. Ich finde, ich handel nicht, ich will mit meinem Bruder handeln. Wie kann ich ihm jetzt Gold und so geben? Ah! Genau, das ist Man kann das ziemlich. machen. Ich kann handeln, Bruder. Lass handeln. Gib mir dein Amulett. Ich gebe dir garantiert nicht mein Amulett. Ich gebe dir Gold. Handel mal Nix ganz kurz. da. Nimm mal an ganz kurz. Nein, Ich will wissen, wie das Handeln nein, aussieht. nein. Doch! Ich sehe kein Handeln. Du wartest auf die Annahme der Einladung zum Handeln. Ja, ich sehe keinen Handel. Nach da Geh unten. runter. Ah! Da links unten ist Pass das. auf, was ich dir jetzt gebe. Wie kann ich das teilen? Kann ich das teilen? Ich möchte nicht alles geben, ich möchte nur einen Teil geben. Ich kann dir Amulett nicht geben, ist gebunden. Aber ich kann dir Schuhe geben. Ah, ich gebe dir etwas sehr Wichtiges. Das ist 600 Euro wert. Und ich gebe dir 200 Schuhe. 200 Gold. Ja, Schuhe. Schuhe, okay, annimm. Angebot ist Gold. Ich kann dir Gold geben, ein bisschen. Ich gebe dir noch 50 Gold. 50 Gold, weil du so nett und lieb bist. sind meine gebrauchten Schuhe. Das ist nicht lieb und nett. Die hast du auch von Anfang Hier. an. Ich bin bereit. Das seht ihr an diesem Symbol. Mein Bruder muss nur bestätigen. Jawohl, der ist ja voll easy mit dem Handeln. Wie ändere ich jetzt meine Das ist Schuhe gut. um?
Ja, im Inventar. Wo weiß ich, wo ich jetzt hingehen muss mit der Quest da oben? Oder willst du mich veräppeln? Ich will mich auch noch umgucken. Was denn? Ist links, was ich ertrage? Wo weiß ich, was ich trage? Welche Schuhe? Oder rechts. In dem rechts. Preis ist es drin. Pass mal auf. Dein Schuh ist 103 Gold wert. Mein Schuh ist 104 Gold wert. Dein Schuh wiegt dafür 10. Meiner wiegt 9. Dein Schuh hat eine Widerstandsfähigkeit von 26. Meiner hat von 28. Ich habe Leichenschuhe. Wert 20 Gold. Nee, bei mir steht ja nur Schuhe. Egal, verkaufe ich. Okay, wir können sehen, wie mein Bruder hinrennt. Soll ich zu Trentis hin? Ja, musst du hoch, ja. Rechte Maustaste oder was? Ja. Übrigens, Leute, macht das unten aus, dieses automatische Kämpfen. Ist viel besser ohne, ne? So, wo ist der Brunnen? Hier ist der Brunnen. Hier links. Schade, dass wir den Text nicht sehen, was da steht. Von außen sieht der Brunnen unbenutzt aus. Er muss ausgetrocknet sein. Er muss ausgetrocknet sein. Okay, ich schaue hinein. Warte. Ich schaue hinein. Das Innere ist zu dunkel, um den Boden mit den Augen zu erreichen. Nachdem du eine Weile in die Dunkelheit gestarrt hast, wird dir leicht schwindelig. Du wirst es nicht schaffen, ohne dir mindestens ein paar Knochen zu brechen. Ich rufe rein. Hallo? Hallo, wiederholt der Brunnen. Es klang nicht wie ein einfaches Echo. Die Wiederholung ist zu verzerrt, als dass sie deine Stimme wiedergeben könnte. Hallo, der Klang ist viel leiser. Ich frag mal, ist da jemand? Oder ich rufe lauter als vorher, hallo. Ich frag, ist da jemand? Es ist, hier sind wir. Was genau bist du? Wer betritt unseren Raum? Eine neue Stimme mischt sich in das Gespräch ein. Sie ist sehr heiser, aber man kann sie trotzdem erstaunlich deutlich hören, als würde sie direkt in den Kopf gehen. Ich bin Spieleguru. Nicht wichtig, was suchst du hier? Ich soll die Gespenster aus dem alten Brunnen jagen. Vertreiben? Ha, wir lassen uns nicht vertreiben. Wir sind da, wo wir sind. Und das ist es, wo wir sind. Nicht irgendwo anders. Die erste Stimme fügt hinzu, aber wir können gehen. Hä? Wenn du gehen kannst, dann tu es. Wir werden nicht verlassen, bis es ein Opfer gibt. Der eine ist böse, glaube ich, und der andere nicht, ne? Oder ist das so wie... Kann sein. Gollum. Weiß ich nicht. Ich ist Opfer. Wir brauchen einen Drink. Die zweite Stimme misst sich ein, um unseren brennenden Durst zu stillen. Das sind bestimmt keine Gespenster, das sind bestimmt Menschen, die da reingefallen sind. Meinst du? Ja, sowas von. Was für ein Drink. Apfelwein. Ja, das sind Menschen, die verarschen und veralbern uns. Entscheiden sie gleichzeitig. Wo bekomme ich sowas her? Die Leute wollen Hilfe. Brauchen Gespenster Alkohol, um ihren Durst zu stillen? Genau, das frage ich. Alkohol, Spiritus, zweite Stimme, von Günther. Erste Stimme, erfüllen Sie Ihre Anfrage und wir verlassen den Raum. Wo bekomme ich sowas her? In der Hafentaverne, aber achte auf den Preis. Wird der örtliche Pfennigfuchser zweifellos 500 pro Fass verlangen, denke auch daran, dein Getränk nicht zu würzen. Es muss absolut sauber sein. Alles andere werden wir als Beleidigung ansehen. Mhm. In diesem Fall wäre es besser, jemanden um Hilfe mit der Finanzierung zu bitten. Tschüss, Gespenster, du gehst. Okay, was steht da? Die Gespenster aus dem Brunnen fordern ein Fass Alkohol. Geh zu Leila und bitte sie, den Kauf zu finanzieren. Ich gehe da jetzt hin. Das ist so cool gemacht einfach. Also Hut ab. Oh, Rangliste. Da gibt's schon... Wow! Da gibt's schon Leute, die sind Level 21, ist der erste Spieler. Ja, die machen... Wo ist Leila? Durchgesuchtet. Wo sind wir denn? Leila ist hier. Was willst du denn? Ich sprach mit diesen Gespenstern. Und, konntest du sie verjagen? Noch nicht. Sie wollten ein Fass Apfelwein für das Verlassen des Hauses. Offenbar ist das ziemlich teuer und ich habe das Geld nicht. Ja. Das mache ich. Wenn sie Alkohol wollen, werden wir ihn für sie besorgen. Hier ist dein Geld und geh in den Hafentaverne. Die Frau reicht einen Geldbeutel. Obwohl der Apfelwein bei Günther wahrscheinlich billiger zu haben ist, wie auch immer. Da bin ich! Du kannst tun, was du willst. Für mich ist das Wichtigste, dass die verfluchten Gespenster verschwinden. Das sind keine Gespenster, ich sag dir das. Da bin ich. Ich bin Platz 510. Wo ist mein Bruder? Spiele Guru. Welcher Platz bist du? Ich bin Platz 510. Huch, ist das die Taverne? Hier ist die Taverne. Spiele Guru. Welcher Rang bist du? Eigentlich müssen wir mit den ganzen Leuten hier auch noch reden. Spiele Guru oder Spieler Guru? Spiele Guru, ne? Platz 715, wir sind besser als er. Level 3 ist er, Erfahrung 472, Power 128. Ich schreibe mir das mal ganz kurz auf, um zu vergleichen. Also, du bist 3,
472 Erfahrungen hast du, 128. Ich bin besser als du. Bruder, ich bin besser als du. Leute, ich bin besser. Ich bin Platz 510. Oh, jetzt sind wir ein bisschen runtergesunken. Egal. Wir sind Level 4, haben 872 Erfahrung, haben 116 So, Kraft. ich rede jetzt mit dem Wirt. Bruder, du bist bei Kraft besser. Du bist bei Kraft besser. Was darf ich dir bringen? Ich brauche einen Fass Apfelwein. So viel zur Was Rangliste, ist denn der Leute. hier? Er starrt dich an. Ich habe gehört, dass du mit dieser verdrehten Leila herumhängst. Ist das wahr? Du hast richtig gehört. Und was ist damit? Pass auf sie auf, weißt du, sie hat mit ihren Wahnvorstellungen die halbe Stadt auf die Beine gestellt. Sie hat Wahnvorstellungen? Welche Wahnvorstellungen? Schade, So dass wir den Text nicht einiges. sehen. Ich erinnere mich, nach einer Weile beugt sich der Mann zu dir und spricht leise. Einmal rannte sie nackt auf die Straße und fing an zu schreien. Sie schrie, dass ihr Mann im Sterben lag, bis die Menschen zu ihrer Hütte strömten. Also veralbert sie uns bestimmt. Um was weiter? Es stellte sich heraus, dass mit dem Mann alles in Ordnung war. Sie hatten nur zu viel Gras geraucht, aber die ganze Familie wurde zum Gespött. Sie wurden auf den Straßen ausgelacht. Ihr gesamtes Leben wurde zur Hölle. Der Mann wurde von der Mühle gefeuert. Nach einiger Zeit ist er abgehauen. Nach all dem ist Leila verrückt Das ist der geworden. Premium-Shop, Leute. Traurige Geschichte. Traurig, traurig. Naja, aber vielleicht sollten Sie den Mist nicht rauchen. Du hast erwähnt, dass Leilas Ehemann verschwunden ist. Weißt du, wohin er gegangen ist? Es ist nicht bekannt. Er verschwand spurlos, als wäre er unter die Erde gefallen. Brunnen, das ist ihr Mann. In Trentis gibt es nichts zu verbergen, also glaube ich, dass er aus der Stadt weg ist. Als ob er unter die Erde gefallen wäre. Interessant. Zurück zu diesem Fass Apfelwein. Ich möchte, dass du dem Ganzen eine besondere Würze verleihst. Apfelwein ist am besten sauber. Ich höre zu, was soll ich da hinzufügen? Das schärfste Gras, das du auf Lager hast. Oh. Ich habe ein paar Pekinger Erbsen. Er raucht wie verrückt. Ich warne dich, dass mit dem Apfelwein ein regelrechter Killermix sein wird. Ich weiß das. Einfach hinzufügen. Warum macht er das? Einen Moment später. Ich habe, was du wolltest. Das macht 500 Gold. Das Spiel Danke, ist mach's einfach gut. so geil, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. So, ich gehe dahin und Geh dahin. das ist bestimmt ihr Mann. Ihr Mann ist da unten drin. Meinst Mit noch du? jemandem. Ja, aber sowas von. Warum? Wie Sehr kommst du offensichtlich. darauf? Weil der Wirt gesagt hat, ihr Mann ist verschwunden und sie Gras geraucht haben. Und sie Wahnvorstellungen hat. Ah ja. Ja. Oh Hier, du mein kleine Gott, sieht Stimme. das geil Hallo, aus, ich habe Logenfander. euer Fass. Ich bringe es gleich nach unten. Ich hoffe, es wird passen. Endlich, wir mussten so lange warten. Du senkst das Fass nach unten. Der Brunnen ist schmaler, als man erwarten würde. Du schaffst es kaum, das Fass hineinzubekommen. Von unten kommt das Geräusch eines sich öffnenden Fasses. Schenke mir ein. Eine Stimme mischt sich ein. Oh ja, Jungs, heute feiern wir. Du wartest auf weitere Reaktion. Au, brennen. Eine heiße Stimme heult. Wasser, Wasser, schnell zum Lager. Du hörst das Geräusch von Schnellläufern, die sich dem Hafen nähern. Es ist an der Zeit zu sehen, wohin diese Gespenster verschwunden sind. Was? Die Wo sind Frage sie? ist jetzt, sehe ich den Text nicht, weil du jetzt das, oder muss jeder Spieler den Text selbst sehen? Das wäre Weiß natürlich nicht, ein hast bisschen du das schon komisch. gemacht? Sie flohen Richtung Ja, Hafen, ich suchen sehe keinen dort in der Text. Nachbarschaft nach ihnen. Ich habe entschieden, ja, ich habe mich entschieden, ja. Okay, dann weißt du, welches die Gespenster sind, ne? Ja, ich weiß, was da passiert, ja. Okay, sag mir, wo ich hinlaufen soll. Nach unten oder was? Sollst du nicht jetzt, was hat er denn gesagt, was sollst du machen? Zum Hafen. Ja, dann geh runter zum Hafen wieder. Gehe ich zum Hafen. Siehst du eigentlich, wenn ich rauszoome? Nein. Okay, rauszoomen siehst du nicht. Okay. Ich kann rauszoomen. Jetzt habe ich komplett rausgezoomt. Jetzt mache ich Oh, ganz nah ran. hier ist was. Die gelben Leute soll ich hier nicht ansprechen, ne? Kannst du machen, aber die sagen nichts. Der eine sagt jetzt, er guckt mich die ganze Zeit an. Wer ist er nicht? Dieser Mann sieht mich ständig an. Genau. Hast du etwas Verdächtiges gesehen? Ja, frag in der Nähe der Lager. Danke. Und ihn frage ich. Hast du etwas Verdächtiges gesehen? Verdächtig, prüf im Lager. Ja, okay, rein zum Lager. Mehr habe ich nicht gemacht. Da unten ist das Lager, genau. Geh da rein. Erste Tür links. Warte, ich frag den noch. Nein, geh da rein. Hast du etwas Verdächtiges gesehen? Ja, prüf im Lager. Hier? Links oder rechts? Links. Da sind sie doch, die Halunken. Ja, genau. Klaus und Finn. Genau.
Aber Der warum? Mann atmet schwer, er ist völlig durchnässt. Ich hoffe, sie hat uns nicht hier reinlaufen sehen. Aber schade, wenn du die Texte nicht siehst. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil ich Hallo, die Quest nicht Gespenster. gemacht habe. Weil ich die Quest schon gemacht habe. Die zuvor heisere Stimme des Mannes scheint nun von den Gewürzen beschädigt worden zu sein. Nichtsdestotrotz hat sie ihre Lautstärke nicht verloren. Es tut mir sehr leid, aber ich kann mich nicht daran erinnern, mich jemand als Gespenst vorgestellt zu haben. Du hast es selbst hinzugefügt. Korrekt. Du hast mich nicht in die Irre geführt. Du hast nur versucht, die Gelegenheit zu ergreifen. Eine Gelegenheit, die uns in den Hintern getreten hat. Seufz. Ich habe genug davon, Klaus. Ich möchte zurück an die Oberfläche. Bist du verrückt? Hast du vergessen, wie Menschen dich dort behandelt haben? Und besser als in der Kanalisation zu leben. Das Ein müssen wir Leben, gleich in dem ich testen. mich in Löchern verstecke und Tag für Tag herausfinde, wie ich an Alkohol komme. Wie bitte? Trinken erweitert den Horizont. Also es waren Und du keine wirst darüber Gespenster. philosophisch, dass man nach außen hin nicht dazugehört, weil man anders ist, besser als diese dummen, normalen Menschen. Okay? Bravo, Finn. Ja, du hast recht. Der Mann verfällt wieder in seinem herablassenden Tonfall. Ich gehöre nicht in diese widerliche Welt, die voller Abschaum ist, der nur auf eine Gelegenheit wartet, jemandem in den Rücken zu fallen, so wie du es jetzt bist. Der Mann schnaubt. Komm schon. Und ich habe dich mal als Autorität angesehen. Ich kann nicht glauben, wie blind ich war. Du hast dort nichts. Und ich dachte, du wärst anders als die. Los, renn zu deinem verrückten Mädel. So, ich würde Vielleicht sagen, werde ich das tun. Bruder, warte kurz. Hier brechen wir ganz kurz ab, wie es weitergeht in einem neuen Video. In diesem Sinne, sag erstmal Tschüss. Tschüss.